liebe Katja, schön, dich heute zu diesem Interview begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns noch nicht und viele meine Zuseher kennen dich vielleicht auch noch nicht und darum führen wir heute dieses Gespräch. Und ich habe ja auf deiner Webseite gelesen, dass du sowas magst wie Klang, wie Frequenzen. Du schreibst mit sphärischen Gesängen und der Lichtsprache deine ureigene Gabe erwecken. Liebe Katja, erzähl uns einmal ein bisschen was von dir, wie du zu diesen Fähigkeiten gekommen bist und was du eigentlich machst. Ja, erst einmal danke, dass ich hier sein darf, lieber Nebowuk. Ich freue mich ganz riesig, dass ich euch hier etwas erzählen darf von meiner Geschichte. Ja, meine Geschichte hat begonnen, als ich 6-jährig war, also natürlich schon vorher, als ich geboren war, aber mit 6-jährig habe ich gespürt, dass ich eine Gabe habe und dass das nicht jeder sieht, was ich da fühle oder was ich da wahrnehme. Ich habe damals meinen Großvater verloren, der ist gestorben und wir waren so in dieser Leichenhalle drin und ich habe aber gefühlt, dass er mir innerlich wie zugezwinkert hat und mir quasi wie damit gesagt hat, hey, ich bin gar nicht tot, ich bin hier um euch, ich bin da. Und für mich war das damals ganz normal und ich habe allen Menschen dann mit 6-jährig so gesagt in dieser Leichenhalle, hey, der ist nicht tot. Und meine Mutter hat dann gesagt, hey Katja, das kannst du ja nicht sagen, wir sind hier am Trauern, oder? Und ich habe dann gesagt, ihr versteht es nicht, er ist nicht tot, oder? Und dann haben sie mich rausgeführt. Und dann habe ich meine Gabe lange wieder zugetan, bis etwa 16-jährig. Und da ging ich auf die Straße und dann habe ich einfach auf einmal die Emotionen, die Gefühle der Menschen gefühlt, also dass ich das beschreiben kann. Ich habe wahrgenommen im Energiefeld, wie es einem Menschen geht, was er gerade erlebt in seinem Leben, was ihn gerade beschäftigt. Und das hat mich damals ziemlich überfordert. Kannst dir vorstellen, auf einmal hörst du in deinem Kopf Dinge von Menschen, die vor dir sind. Und zuerst einmal musst du verstehen, dass das überhaupt nicht ich bin, sondern dass das die Gefühle der anderen Menschen sind. Und ja, das wirklich dann anzunehmen, dass das eine Gabe ist oder das zu verstehen, hat dann ziemlich lange gedauert, weil ich ein Mensch bin, der ziemlich stur ist. Ich bin zwar ich bin religiös aufgewachsen, ich bin katholisch aufgewachsen, aber ich habe nie an einen Gott geglaubt oder an ein System geglaubt, wo jemand richtet, wo es einfach wirklich offen ist und man wirklich leben darf, was man ist und was man auf diese Erde mitbringt und wo jeder sich entfalten kann in seiner Einzigartigkeit und einfach begleitet wird. Ob man das jetzt Gott nennt oder Engel oder Urquelle, was auch immer, das ist für mich so immer dieser Konflikt auf dieser Erde gewesen von den Menschen, dass das wie so benannt wurde. Dabei ist es einfach Energie, es ist Kraft, es ist Quelle, die in jedem Einzelnen von uns ist, oder? Ich kann mir das natürlich schon sehr interessant und auch erschreckend vorstellen, wenn man als 16-jähriges pubertierendes Mädchen plötzlich die Gedankenwelt und die Gefühlswelt und die ganzen Probleme anderer Menschen in seinem Kopf wiederfindet. Da heißt ja, die Gedanken sind frei, keiner bekommt sie mit, aber es scheint doch nicht so zu sein, dass diese Felder oder diese Verbundenheit unserer Bewusstseine bei manchen Menschen, die Gabe haben wir du, die Sinne ein bisschen erweitert haben, eben diese Informationen empfangen können, dekodieren und das hören, was ein anderer denkt und fühlt. Und wie kann man das gut vorstellen, dass man dann lange braucht, um das einzusortieren, denn das sind ja auch Menschen gewesen, die wahrscheinlich wesentlich mehr Lebenserfahrung hatten, auch schon älter waren. Da kann man sich als junges Mädchen sowieso mit diesen Problemen von dem vielleicht gar nicht umgehen und man hat ja die selber noch nicht, gar nicht gemacht, diese Erfahrungen. Wie bist du denn dann im Leben weitergegangen und du setzt ja diese Gabe jetzt ein, du hast ja da was draus gemacht, um Menschen zu helfen? Ja, also mein Weg ging natürlich dann weiter. Ich habe in der Marketing-Kommunikationsbranche lange gearbeitet,
Das war so wirklich alles planbar, das war alles so im Kopf steuerbar. Und das, was ich da neben all dem fühlte, war überhaupt nicht steuerbar. Das kam einfach wirklich rein. Und ich habe das immer so beschrieben, das war so wie ein Telefongespräch mit der göttlichen Quelle, wo ich wirklich Informationen bekam und dann wirklich auch begonnen habe, mich mit dieser Stimme, die da zu mir gesprochen hat, eigentlich auch auseinandergesetzt habe. Und ich gesagt habe, schau mal, ich kann das nicht annehmen, wenn ich das nicht verstehe, was das soll. Was soll das? Warum kommt das zu mir? Wer seid ihr? Was soll das? Und dann habe ich wirklich im Zug, hat das damals begonnen, ich bin da von St. Gallen in der Schweiz nach Zürich gependelt und da habe ich langsam begonnen zu verstehen, was das überhaupt ist. Ich habe dann wirklich innere Gespräche geführt mit dieser Stimme, weil ich wirklich sehr skeptisch war, weil für mich war so diese, ich sage jetzt mal ganz krass, diese esoterische Szene, ich konnte mich überhaupt nicht mit dem auseinandersetzen und auch nicht mit der spirituellen Szene. Ich habe mich nie als Medium gesehen, so dieses Wort, das habe ich auch in meinem Buch übrigens beschrieben, der Ruf deiner Seelenheimat. Mhm. Für mich war so das wie, wie soll ich sagen, das war wie für mich ein anderes Feld. Ich wusste, ich bin wie gekommen auf diese Erde, um dieses Feld zu reinigen mit meinen Gesängen. Und über diese Gespräche im Zug wurde dann immer einfach klarer, was das ist, was da durchkommt und dass das eigentlich Informationen sind, die ich hellhörend gefühlt habe. Und dann habe ich einfach einmal begonnen, diese Informationen aufzuschreiben und dann sind Texte entstanden. Ist da das Buch entstanden? Genau, und diese Texte, damals habe ich noch nicht gewusst, dass das eigentlich etwas ist, dass das ins Buch kommt. Das war für mich einfach so ein Losschreiben, wie ein, musst du dir vorstellen, wie so ein Tagebuch schreiben. Es ist auch Befreiung gewesen, ein bisschen. Wie meinst du? Eine Befreiung für dich auch. Ja, total, weil ich endlich wie mal so was, was ich fühlte, niederschreiben konnte und einfach wirklich das loslassen konnte. Weil bis dahin, bis 16-jährig, habe ich es niemandem gesagt. Weil ich, wenn ich es jemandem gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, hey, die Katze, die spinnt, die muss man einliefern, oder? Weißt du, was ich damit meine? Ja, Schizophrenie, nicht? Und diese ganzen Dinge mit Stimmen im Kopf, das ist ja sehr gefährlich in unserer Gesellschaft. Das wollte ich für mich wie zuerst fassbar machen. Was ist das? Was drückt das aus? Und ich wusste auch, wenn ich mal mit dem öffentlich gehe, dann wollte ich zu 100% wissen, einerseits, wie ich mit dieser Gabe umgehen kann, andererseits, wie ich das Menschen bei Menschen einsetzen kann und sie wirklich auch begleiten kann. Also das war immer an oberster Stelle. Und das war ganz spannend, dann hat mich die geistige Welt wie geschult. Du musst dir vorstellen, viele Menschen auf dieser Erde besuchen Schulen, Medium-Ausbildung und so weiter. Und ich hatte diese Ausbildung aber direkt von meinem geistigen Lichtteam, oder ich nenne die so, das geistige Lichtteam, auch im Buch. Und die haben mir wirklich täglich Informationen durchgegeben, wie ich das handeln kann mit der Lichtsprache, wie ich umgehen kann mit der Lichtsprache. Die Lichtsprache ist einerseits wie eine kodierte Schwingung, die auf diese Erde fließt, über meinen Körper, meine Stimme hindurch und eigentlich dann bei Menschen das im Energiefeld aktiviert, was gerade Zeit ist, kannst du dir vorstellen. Oder? Das ist so wie eine Aktivierung. Und die kommt als Töne von dir raus, du singst es. Genau, ich singe das einerseits, weil wenn ich das singe, das hat mir auch mein geistiges Lichtteam so erklärt, wenn ich das singe, bin ich in diesem Moment auf der Herzfrequenz der Menschen. Und wenn ich auf der Herzfrequenz der Menschen bin, kann ich die Herzen öffnen in diesem Moment und habe da die Möglichkeit, über diese Frequenz eigentlich den Menschen, die Seele dahinter zu erinnern. Also ich sage es immer so, der Gesang erinnert an etwas, was die Seele auf diese Erde bringt. Also meine Aufgabe ist es, eine Masse von Seelen zu erreichen und ihnen sozusagen zu sagen, hey, schau mal, du bist auf dieser Erde und du hast einen Plan und es ist Zeit, dass du diesen Plan lebst. Das ist natürlich ein interessantes neues Weltbild, dass wir ja immer mehr jetzt entpacken, dass eben Menschen hier inkarnieren oder Seelen hier inkarnieren wie du, die dann im Laufe, ja, sage ich mal, ihres Heranwachsens, ja, wie soll ich sagen, erweckt werden oder angesprochen werden oder diese Gaben, sage ich mal, auch
erkennen und dann eben diese Schulung bekommen, sagt, du bist hier, um eine bestimmte oder andere Menschen zu helfen. Und, aber eigentlich ist ja jeder Mensch hier, wie du sagst, mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Gabe. Und offensichtlich leben viele diese Gabe nicht, machen etwas anderes. Und jetzt kommst du ins Spiel mit ja, vielleicht zufälligen Begegnungen oder Menschen, die aufgrund von Gesprächen oder wie auch immer auf dich zukommen und sagen, ach, das möchte ich auch gern probieren, kannst du mir hier helfen? Das ist ja meine nächste Frage, wie kommen denn die Menschen zu dir? Eine sehr spannende Frage. Das war immer so, dass die Menschen sich wie gerufen gefühlt haben. Also wenn sie auf meine Webseite kamen, wenn sie auf meine Social-Media-Kanäle kamen, mich gesehen haben, mich gefühlt haben über den Gesang, war das so wie eine Art inneres Gefühl von ihnen, ein Ruf. Und es war so wie ein Sog. Viele beschreiben es als Sog, weil sie wie wahrnehmen, oh, da ist irgendetwas bei dieser Lichtsprache, das ist so wie Heimat. Deshalb habe ich den Titel des Buches auch der Ruf deiner Seelenheimat genannt, weil es für viele dieses Gefühl der Heimat vermittelt. Und zwar war das für mich immer der größte Wunsch, dass Menschen wieder erkennen auf dieser Erde, woher sie herstammen, wer sie überhaupt sind. Und wenn sie das erkennen, dann können sie auch immer mehr zulassen, was sie hier unten überhaupt vorhaben. Weißt du, was ich damit meine? Ja, also wir sind praktisch spirituelle Wesen, die ja eben materielle Erfahrungen machen hier in dieser Realität. Und du hast ja eine tolle Webseite und du hast aber auch einen Instagram-Blog. Und ich möchte den Zusehern einmal kurz ein Beispiel geben. Du hast ja vor kurzem was gepostet. Du warst bei einem Wasserfall und hast dann, glaube ich, spontan hier deinen Gesang. Und das werden wir jetzt kurz einmal anhören, damit wir mal einen Eindruck von deiner Gabe bekommen. Also das hört sich schon, ja, wie du ihm schreibst, auf deiner Seite sphärisch an, also ein bisschen, ja, engelhafter Gesang, so wie diese Engelschöre schon bald. Und mit diesen ja, Frequenzen, mit diesen Tönen transportierst du Informationen. Genau, richtig, ja. Also das heißt, die Lichtsprache ist eigentlich eine Seelensprache, es ist aber auch wirklich eine Schwingung dahinter, die sich verbindet mit den Seelen. Also das heißt, wenn ich in einem Konzert bin, dann verbinde ich mich stets mit den Menschen vor Ort. Und ich verbinde mich mit der aktuellen Zeitqualität, ich verbinde mich mit den Plänen der Seelen im Raum und dann lasse ich einfach durch mich fließen. Also ich bin nicht die Heilerin in diesem Moment oder was auch immer, sondern ich bin in diesem Moment die Frau, die über den Gesang die Liebe in diesen Raum hinaus transportiert, die Informationen, die gerade von der göttlichen Quelle fließen und die dann die Seelen im Raum erwecken. Und viele Menschen beginnen dann zu weinen an meinen Konzerten, weil sie einfach diese Schwingung fühlen, diese Energie, die da durchkommt. Oder andere Menschen können Blockaden loslassen. Ja, es ist ganz verschieden, was geschieht bei den Menschen. Ja. Also diese Klänge stoßen bei den Menschen etwas an. Sie berühren die Menschen. Sind welche dabei, die dann tatsächlich erkennen, oh, ich bin vielleicht auf dem falschen beruflichen oder privaten Weg unterwegs und habe jetzt erkannt, dass ich was ändern darf oder soll? Ja, also das ist wirklich ganz individuell, was dann geschieht. Es geschieht in diesem Moment immer das, was die Seele, der Mensch gerade aufnehmen kann. Also es kann ein Lied sein und dieses Lied löst aber in jedem Menschen wieder etwas anderes aus, weil jeder Mensch ist ja an einem anderen Ort. Und für mich war das auch immer so das höchste Gebot, dass jeder Mensch genau da abgeholt wird, wo er ist. Und deshalb, ja, das ist so ein bisschen die Antwort darauf, dass es bei jedem was anderes auslöst. Und bei manchen können auch in diesem Moment große Schritte geschehen, weil eben wirklich viel von den Menschen abfällt. Ja. Kommen wir nochmal auf deine, nennen Sie mal, Waggongespräche zurück, wo du im Zug gesessen bist und diese Stimme im Kopf mit dir gesprochen hat, oder haben diese Stimmen, und dich hier geschult haben, die erklärt haben, was du hier machst und was du tun sollst.
War das für dich ein bisschen erschreckend oder war das für dich normal, weil du ja diese Dinge schon seit klein auf hattest? Nein, das war für mich in diesem Moment sehr erschreckend, weil ich konnte mit niemandem über das sprechen in diesem Moment. Ich habe es wirklich für mich behalten, bis ich verstanden habe, was es überhaupt bedeutet. Ich konnte es dann meiner Mutter sagen, weil sie irgendwann mir gesagt hat, in einer Situation, wieso weißt du das jetzt? Das kannst du gar nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, Mama, ich weiß das einfach. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe dir das nie erzählt, warum weißt du das? Und da hat sie wie gecheckt, ich nehme was wahr, was sie mir noch nie gesagt hat. Also ich konnte es nicht wissen, es war ziemlich genau, was ich da gesagt habe. Und da in diesem Moment war es für mich wie auch nochmals erschreckend, dass das überhaupt geht, dass ich das überhaupt wahrnehmen kann. Verstehst du, was ich damit meine? Und ich hatte immer höchsten Respekt vor dem, was da durchkam. Und ich war so auch immer ein bisschen, mein geistiges Licht lacht gerade, weil ich war immer so ein bisschen die Frau, die lange gebraucht hat, bis sie was zugelassen hat, bis sie rausging mit dem. Also das heißt, ich war immer so ein bisschen die Sture, ich wollte Beweise. Und wenn ich diese Beweise vom geistigen Licht gekriegt habe, dann habe ich etwas gemacht. Also beispielsweise wollte ich 3 Beweise, dass das, was ich hier fühle und wahrnehme, wirklich aus der göttlichen Quelle kommt. Und diese 3 Beweise habe ich dann auch wirklich gekriegt. Ja. Du schreibst von Lamandas Voice. Ist das eine Bezeichnung für dieses Talent? Das ist gechannelt sozusagen, habe ich auch erhalten von meinem Kanal. Ich bin da auch einfach hingesessen und habe auf einmal diesen Namen gefühlt, gespürt. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass hinter jedem Buchstaben von diesem Namen, also Lamandas, überall hat es da wie eine Engelsgruppe dahinter. Das heißt, oder auch Lichtwesen, aufgestiegene Meister, die da durch mich wirken. Und das ist eigentlich wie... Ich war kurz nach, dass ich das richtig beschreiben kann. Es ist wie die Signatur, kannst du dir vorstellen. Es ist wie die Signatur. Die Unterschrift praktisch von dieser Gruppe. Genau, meiner und auch meiner Seele, aber die Signatur dieser Lichtwesen und dieser göttlichen Engel, die da durch mich sprechen. Und das wird dann auch im zweiten Buch, ich bin jetzt am zweiten Buch dran am Schreiben, das wird da auch entschlüsselt und dann wirklich auch noch weitergegeben, an wen sich diese Lichtsprache und diese Klänge wirklich auch richtet, an welche Seelen. Und da wird dann noch mehr das Feld geöffnet. Genau. Da stellt sich bei mir ein paar Fragen. Wir haben ja gerade eine extreme Situation auf diesem Planeten. Wir gehen von einer Krise zur nächsten oder manche Krisen sind gleich mehrere Mal vorhanden. Und gibt es denn auch Botschaften, die vielleicht nicht gerade für deinen Gegenüber sind, der gerade bei dir eine Sitzung macht, sondern vielleicht persönlich für dich oder sag, pass auf, hier fahr morgen nicht mit dem Zug oder es kommt noch irgendwas Dramatisches auf Europa zu, du musst ein bisschen hier aufpassen etc. Gibt es auch solche Botschaften? Es gibt diese Botschaften, aber ich bin damit sehr vorsichtig, weil einerseits jeder Mensch auf dieser Erde den freien Willen hat und sich jederzeit an das halten kann und das auch selbstständig verändern kann. Ich glaube daran, dass wir gewisse Pläne auf dieser Erde haben, dass gewisse Dinge auch wirklich geschehen, damit wir weiterkommen, damit wir wachsen können. Und ich bin da sehr vorsichtig, diese Informationen zu teilen, die in die Zukunft reingehen. Deshalb, das ist nicht mein Metier oder meine Aufgabe. Was ich einfach fühle zur aktuellen Situation ist, dass wir natürlich in diesem Moment in einem großen Geburtsprozess sind auf dieser Erde. Oder? Das meine ich damit. Wir sind in einem Wandlungsprozess, der außerhalb der normalen Norm, sage ich jetzt mal, liegt, oder? Es kommt ein, viele sprechen von einem Bewusstseinssprung, die sprechen von Erwachen, die sprechen von Erleuchtung, die sprechen von einem neues Begreifen, neues Sein. Und wenn hier eben Wesen wie du hier gesandt werden auf diese Erde, sage ich jetzt mal, mit dieser Aufgabe, um hier, ich kenne ja mittlerweile sehr viele schon,
die hier diesen Wandlungsprozess unterstützen sollen, dann sieht man tatsächlich, hier ist was am Laufen, hier ist was am Gären, hier ist was am Machen. Mhm. Katja, demnächst sind ja wieder die Wohlfühltage. Die gehen los, glaube ich, in der Obermühle in Dübendorf. 7. und 8. Mai, okay, ich hätte mir was Falsches erzählen. Und da kann man die dann ja live erleben, oder? Ja, genau. Was machst du denn auf dieser Messe? Ein Konzert mit meinem Kollegen, meinem Gitarristen Marco Botbeck. Er begleitet mich seit vielen Jahren jetzt intuitiv mit der Gitarre, mit dem Monochor oder mit sonstigen Instrumenten wie den Klangschalen. Also wir lassen uns da auch intuitiv aufs Publikum ein und lassen dann einfach fließen, was da durchkommen möchte zu den Menschen. Ja, aber die Messe hat ja auch das Motto, neue Wege gehen, hinterlasse deine einzigartigen Fußspuren. Das passt ja wie Faust aufs Auge zu deinem Wirken. Und wie gesagt, wenn du das Buch noch mal kurz zeigen willst, vielleicht interessiert sich manche Zuseher und sagt, okay, siehst du der Ruf der Seelenheimat. Mhm. Und du hast ja auch eine Webseite, oder? Ich bin jetzt gerade dran, die Website am Umstellen, weil vieles sich geändert hat. Aber im Moment steht sie noch, vielleicht ist sie dann irgendwann Baustelle. Genau, und wird was Neues kommen, genau. Katja, ja, da sind wir ja noch gespannt, was alles noch an zusätzlichen Informationen, weil offensichtlich ist ja so, dass dein Team hier nicht alles auf einmal, sondern so auch immer der Zeit angepasst hier Informationen transportiert. Und wir freuen uns schon auf diese Messe, dass wir dich dann eben live erleben dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich noch viele lichtvolle Momente und bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Katja. Danke dir und danke allen, die zugehört haben. Ja.